Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Wir messen heute wieder unsere Geschwindigkeit im Online-Modus gegeneinander und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bevor es aber gleich losgeht, wie gewohnt erstmal ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Ihr seht es rechts oben im Punkt oder unter dem Punkt gegeneinander. Ja, 56 Versuche haben wir, 33 Siege konnten wir einfahren. Ist eine Quote von etwas weniger als 60%. Gucken wir mal, ob wir diese Quote noch beibehalten können. Auch in diesem Video werden wir wieder 8 Level spielen. So wie wir es auch in den vergangenen Videos immer gemacht haben. Also ab die wilde Fahrt. Ja, das erste Level bestreiten wir in dem Fall zu dritt. Und der Kollege in der Mitte, der Luigi, steuert, hat tatsächlich jetzt schon 4 Siege hintereinander. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist schon mal eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage. So, aber das Gute ist auf jeden Fall, dass hier schon mal die Verbindung offensichtlich ganz okay ist. So, wir nehmen jetzt hier die Röhre unten. Und jetzt gleich müsste es dann irgendwann losgehen. Ich sehe jetzt gar nichts. Auf der rechten Seite ist ja irgendwas, was... Ja, wir hören schon. Der akustische Signal kommt jetzt. Akustische Signal langsam. So. Und wir machen uns auf den Weg. Gucken wir mal, wie gut oder auch schlecht ich hier durchkomme. Ja. Na gut, das ist natürlich immer der Punkt, ne? Gerade bei so einem, an dem Punkt da sauber rüberzukommen. Wenn du es schaffst, dann kannst du natürlich ziemlich viel Zeit mit sparen. Ah, das war aber echt eng jetzt gerade, ne? Da hat jetzt Theo Avanel, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, noch gerade vor uns die 10er-Münze eingesammelt. Ja, aber das Level fand ich eigentlich ganz gut auf jeden Fall. Dafür können wir erstmal ein Herz da lassen. Natürlich bitter, jetzt da die Niederlage hinnehmen zu müssen. Ja? Aber man kann nicht immer gewinnen. Und klar ist natürlich auch, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird. Je weiter wir nach oben kommen mit unserem Rang, umso besser werden natürlich auch die anderen, ist ja klar. Ja? Aber gut, damit hätten wir das erste Level hinter uns. Verlieren in dem Fall 3 Punkte, ist aber auch noch sehr überschaubar. Ja? Und ich würde sagen, wir gehen mal ins nächste rein. Dieses Mal ist die Gruppe voll. Theo Avanel. Theo Avanel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche oder wie ich es richtig ausspreche. Ist auf jeden Fall wieder mit dabei. 5 Siege in Folge. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was da so geht. Ja, das ist natürlich auch schon wieder, ne? In dem Fall hat Luigi natürlich jetzt hier die Nase vorn. Gut, es ist ein Autoscroller. Viel Zeit kannst du prinzipiell jetzt auch nicht verlieren. Erstmal. Aber gerade für so ein Gegeneinander ist das natürlich wieder maximal undankbar, ne? Das, keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Wir hängen auf jeden Fall jetzt da fest. Ah, okay, kommt jetzt der... Ja, gut. Dann nicht. Also ganz gecheckt habe ich jetzt noch nicht, was jetzt hier Thema ist. Ja. Es wird auf jeden Fall schon nachgefragt. Aber Neustart, also... Ja. Ja, wie gesagt, ich sehe da wenig Sinn. Nein. Wir lassen das einfach mal, überspringen das Ganze, lassen natürlich erstmal ein Buu dafür da für dieses Level, denn ja, irgendwie kommst du auch nicht so voran. Hätte neu starten können, ach, ich, wie gesagt, verstehe das nicht ganz, dass man solche Level dann irgendwie da reinpackt. Wahrscheinlich waren wir jetzt die Ersten, sollten es irgendwie austesten, wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß nicht.
Gut, die minus 19 Punkte sollen jetzt erstmal recht sein. Packe ich jetzt erstmal so ein. Das kommt aber nicht in die Wertung rein, Leute. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, das war jetzt also nicht das zweite gespielte Level, sondern es bleibt immer noch bei einem, das wir jetzt haben. Ach, guck mal. Der Kollege rechts von uns, der ist ja bekannt. Also scheinbar haben die auch irgendwie alle gerade eben dann das Level abgebrochen, weil das macht ja recht wenig Sinn, ne? Rock Explosion Tunnel. So, gucken wir mal. Ist mal gut, dass uns Mario da geschnappt hat und entsprechend nach vorne geworfen hat. Oh nein. Jetzt ist er durchgekommen, tatsächlich. Oh nein. Mario, ach komm, hör doch auf. Oh. Oh nein. Okay. So ein Level gegeneinander zu spielen ist natürlich auch maximal wild, ne? Aber wir nehmen es gerne mal mit. Wie wir auch gerade sehen können, die anderen sind auch noch nicht allzu weit offensichtlich. Ah, da geht's runter. Ah, nein. Das ist schlecht. Das sind jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen hier, um hier einen Sieg einzufahren. Muss auf jeden Fall hoffen und bangen, dass vielleicht die zwei, die da vorne noch sind, dass die jetzt gleich nochmal irgendwo drauf gehen. Ach, Mist. Einfach durchrushen. Nein. Ist die Wand da weggegangen? Ach komm. So weit waren die ja gar nicht. Toll. So. Kann ich da einfach durch oder rüberspringen, sagen wir es mal so. Okay, sind wieder alle drei hinter uns. Keine Ahnung, wo hier das Ziel ist. Yes! Da ist er doch. Okay. Ja, wie eben schon gesagt, so ein Level ist halt auch maximal wild. Ne? Irgendwie gefällt mir das, muss ich echt sagen. Nicht nur, weil ich jetzt gewonnen habe. Aber irgendwie ist es doch recht unterhaltsam, das Level gegeneinander zu spielen. So, da haben wir da 57 Punkte draufgepackt. Und damit hätten wir jetzt dann offiziell das zweite Level für heute. Machen also jetzt mit dem nächsten, mit dem dritten weiter. Okay. Jetzt haben wir noch eine komplett andere Gruppe scheinbar. Gucken wir mal, wir sind auf jeden Fall als Todd unterwegs. Jungle with no meaning. Ich siege alle Bowser Junior ein und erreiche das Ziel. Das ist auch schon wieder so. Wenn ich die Vorgabe schon lese, boah, da habe ich schon gar keine Lust mehr, ne? Also das mit einer Vorgabe zu verknüpfen, irgendwen zu besiegen, das ist halt auch, ne? Wir hatten das Beispiel auch schon ein paar Mal. Und wenn du dann sowas hast wie hier zum Beispiel. Ja, dann ist das noch umso weniger lustig. Ja, ist super. Man könnte das Spiel auch einfach malen. Das würde man in der Zeit auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber naja, gut. Wir bleiben mal dran. Zumindest versuche ich das. Nein, Yoshi. Neustart für alle. Keine Ahnung, warum wir neu starten sollen.
Boah. Das war knapp. Kann man da durch die Röhre? So, da hat schon wer aufgegeben. Mist. Kann ich ihm da überhaupt auf den Schädel springen, wenn er da drin steht? Ich weiß es gar nicht. Aber das Gute ist, nachdem hier die eine Person raus ist, ist es offensichtlich wesentlich besser von der Verbindung her. Macht zumindest den Eindruck. Es läuft etwas flüssiger. Gut. Also dann sehe ich da jetzt auch keinen Grund, das Ganze jetzt irgendwie abzubrechen. Wir versuchen nochmal unser Glück. Ah, okay. Der hat schon wieder die Vorgabe erfüllt. Und dann gehe ich doch mal stark davon aus, dass die Person jetzt auch das Level beenden wird. Ja. So schaut's aus. Das war ein Satz mit X. Ja. Ich hab's ja eingangs schon gesagt zu dem Level, ne? Wenn du so eine Vorgabe hast, ich finde das mal ein bisschen schwierig. Einfach aus dem Grund, ne? Du kommst schnell voran, dann kommst du zu dem Boss, in dem Fall war es ja Bowser Junior, ne? Dann triffst du den zweimal, wir hatten das glaube ich beim letzten Mal tatsächlich gehabt. Dann triffst du den zweimal und keine Ahnung, hast halt gerade den falschen Moment erwischt und dann kommt die nächste Person und springt ein drittes Mal drauf, macht den so kaputt und kriegt dann die Vorgabe. Und dann war das, was du vorher halt geleistet hast, war eigentlich alles schon für die Katz, sag ich mal. Ne? Deswegen, ja, ich finde immer ein bisschen schwierig. Aber gut. Okay. Gruppe ist voll. Wir sind diesmal Mario. Dann gucken wir mal. Easy Athletic. Besiege mindestens eine Piranha-Pflanze und erreiche das Ziel. Okay. So. Was? Okay, jetzt fahren wir erstmal hunderte von Meter gefühlt. Gut. Also es scheint auch ein wichtiges Gegner-Level zu sein, offensichtlich. Das könnte interessant werden. Aber nein, darüber. Nein! Okay, die Musik, die da läuft, die ist ein bisschen nervig, aber... Na. Ach nein. Oh nein, was ist das denn? Oh, okay. Ach nein. Wir kommen ja nicht in den Punkt nicht erwischt. Ah, jetzt, sehr gut. Ich komme da nicht dran. Oh, schnell. Was ist hier los? Leute, wie knapp war das jetzt, bitteschön? Oh Gott. Uiuiuiui. Oh, sehr schön. So, jetzt dürfen wir das Ganze auch beenden. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Das war aber echt knapp, weil ich glaube, Toadette auf der rechten Seite muss, glaube ich, also... Ich habe eigentlich gedacht, dass Toadette noch vor uns durch die Röhre gegangen ist. Aber das muss so unfassbar knapp gewesen sein. Gut, den Sieg nehme ich trotzdem gerne mit, so ist es ja nicht. Na, da bin ich ehrlich. Damit hätten wir jetzt das vierte Level. Vier weitere warten auch auf uns.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste die gleiche Gruppe von eben sein. So, sammeln wir mindestens eine 10er Münze. Da oben haben wir auch wieder gegeneinander stehen. Gehe ich auch mal stark davon aus, dass es jetzt auch wieder ein, jawohl, ein vergleichbares Level dann auch sein wird. Wir nehmen natürlich blau. So. Gucken, wie viel Glück uns die Farbe bringt. Ah, jetzt bleib ich da hängen. Das sind schon mal schlechte Vorzeichen. Ja, okay. Ah, Mist. Wo geht's weiter? Da. Okay, 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 okay. Jetzt komme ich da nicht hoch. Puls wieder bei mindestens 380. So, was ist jetzt? Das Ganze noch einmal, oder was? Gehe ich rechte Annahme? Ich habe keine Ahnung. Mist. Aber ich frage mich, was soll denn jetzt anders sein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich denke mir so, ey, ich bin einfach so unfassbar langsam, ne? Irgendwie habe ich noch ein bisschen Bammel, dass ich gerade irgendwas... Ah, nee, klar. Ich muss keiner jetzt durch die Röhre. Jetzt habe ich es verstanden. Yes! Sehr gut. Ich war jetzt gerade maximal verwirrt. Ich dachte mir so, warum muss ich das Ganze jetzt nochmal laufen? Ich habe es komplett vergessen, dass ich ja den versteckten Block da bei dem... an der Röhre da jetzt betätigt habe, ne? Und dann, klar, dann macht es natürlich Sinn. Aber es ist gut zu sehen, dass die anderen auf jeden Fall es bis hierhin auch noch nicht geschafft haben. Neustart für alle? Nein, ich beende das Ganze. Ich bin doch nicht verrückt. Ah. Yes, sehr schön. Sehr, sehr schön. Level macht auf jeden Fall auch Bock, gegeneinander zu spielen. Auch da, ne? Also ich weiß, da gibt es viele Menschen draußen, die können das wesentlich schneller, als ich das kann. In gewissen Stellen. Da kann man viel, viel mehr kann man, Zeit eigentlich rausholen. Warum die Leute jetzt ein Bu dafür vergeben haben, verstehe ich auch nicht ganz. Nur weil sie es nicht gewonnen haben. Also, ich habe jetzt nicht ein Herz da gelassen, nur weil ich gewonnen habe. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ne? Ihr Leute, ihr kennt das ja. Wenn was das Thema angeht, bin ich immer eigentlich sehr fair und auch ehrlich. Aber ja, gut. Wir gehen ins nächste rein. Okay, da spielen wir jetzt gegen Lukas. Ist also ein Duell. Schauen wir mal. Solange wir ein ordentliches Level reinbekommen, soll auch das mir erstmal recht sein. Stand auf jeden Fall gegeneinander, glaube ich, da. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ah, nein. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich jetzt schon weggeworfen. Oh nein, wo gehe ich denn da hin? Ach komm. Eieieiei. So, und das Ganze gerade mal ein bisschen abgekürzt. Was? Kann ich jetzt wieder da runter oder was? Oder...
So, schnell durch da. Oh nein! Verpasse ich einfach die Tür, ey. Oh, da oben ist das Ziel. Yes! Oh, war das knapp, ey. Oh, mein Herz. Oh! Schlägt wieder bei 400 oder so. Oh, Gottes Willen. Aber auch da müssen wir ehrlich sagen, ne? Das Level gegeneinander zu spielen, das ist halt echt überhaupt nicht zu gebrauchen. Das müssen wir halt einfach mal offen und ehrlich zugeben. Ja. Und da seht ihr es ja. Ne? Nicht nur, weil ich jedes Level irgendwie gewinne, vergebe ich ein Herz, oder weil ich jedes Level verliere, lasse ich ein Buu da. Also da sind wir eigentlich schon ehrlich in der ganzen Thematik. Ne? Und das Level, wie gesagt, kannst du einfach gegeneinander irgendwie nicht so richtig gebrauchen. Aber gut, wir gehen mal ins nächste rein. Wir haben jetzt noch 2 Level zu spielen. Da ist die Gruppe wieder voll. Themed Crunch Rap Castle. So, jetzt sind wir erstmal als letztes durch die Tür. Sehr schön. Jo, alles klar. Das wird sportlich. Okay, Mario ist aber auch schon gerade wieder zurückgekommen. So, da haben wir einen Checkpoint. Okay. Achso, jetzt geht's ja auch noch in den Kampf. Oh. Den Schlüssel her. Ach Mist. Ich hatte dummerweise den Schlüssel ja schon gehabt. Also was heißt dummerweise? Eigentlich war es ja gut. Aber ich hab's nicht hinbekommen, irgendwie durch die Tür dann entsprechend zu laufen. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Das Level war eigentlich, ja, ich würde mal Mittel sagen dafür eigentlich. Auch wieder so ein bisschen unübersichtlich halt mit dem Boss dann auch, ne? Aber gut. So soll es dann sein. Wir gehen jetzt ins letzte Level rein. Ja, da haben wir jetzt nochmal links die Dame, offensichtlich, die uns gerade noch den Schlüssel stibitzt hat. Mal gucken, ob ich jetzt im letzten Level dann nochmal mich dafür revanchieren kann. So, gegeneinander Thema erreicht das Ziel als Baumeister, Mario. Oh Mann. Was soll das jetzt geben? Ich hau den 2 erstmal immer schön einen rein da. Ach doch, du müsstest schon nach rechts laufen, ne? Das ist doch ein Witz. So, gucken. Gucken, wie weit es hier noch geht. Ja. So, jetzt sind wir mit alle 3 Mann hier am Start. Macht auf jeden Fall Bock, das Level, das kann ich euch sagen. Oh Mann, ey.
Ja, ihr müsst schon in die andere Richtung auch gehen, ne? Ihr Füchse. Gucken, ob wir es irgendwie vielleicht anders machen können. Das ist das Ziel, das ist das Ziel, das ist das Ziel! Ja! Ah, die Theorie war schon mal richtig gut, dass wir uns einen anderen Weg raussuchen, im Gegensatz zu den zwei Nasen da unten. Yes. Das Level ist eher nicht so geeignet. Ja. Auch wenn ich wieder einen Puls von 300.000 habe. Ja. Eine gewisse Spannung war schon da. Aber ja, so richtig geeignet ist es dann leider doch nicht. Aber ne, da ist die besagte Revanche, die wir von UEFA uns da jetzt ja, wieder geholt haben. Ja, meine Lieben, das waren dann 8 gespielte Level. Bevor wir das Level bzw. das Video beenden, gehen wir natürlich noch mal eben kurz rüber zu den Statistiken und schauen uns die mal eben genauer an. Und da sind wir auch schon, ihr seht es oben rechts wieder eingeblendet im Punkt oder unter dem Punkt gegeneinander. Versuche haben wir 65. Wir haben natürlich jetzt eins mehr. Eigentlich haben wir jetzt 9 Level in dem Video. Wir hatten das zweite Level, das habe ich dann aufgegeben und das läuft dann mit in die Wertung rein. Ja, so viel erstmal dazu. Und ja, Siege 38. Das heißt, wir haben, glaube ich, bei 33 gestanden, müssen also 5 Siege eingefahren haben. Also auch in dem Fall wieder eine positive Quote. Leute, was soll ich sagen? Ja, also bis hierhin läuft es ganz gut. Auch da, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit der Zeit wird es immer ein bisschen schwieriger, je weiter man hochkommt. Ne? Denn auch da trifft man eben auf Leute, die ein bisschen, ich sag mal, zügiger unterwegs sind. Und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ja? Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange ich noch diese Quote noch tatsächlich aufrechterhalten kann. Ja? Und wir sprechen immer noch von einer positiven, ja, also immer noch über 50 tatsächlich. Ich kann mir nicht denken, dass das auf ewig so gut aussehen wird, aber ja. Nehmen wir erstmal gerne so mit. Und ja, meine Lieben, wenn es euch in irgendeiner Form unterhalten haben sollte, ihr kennt das ja, gerne Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht bis hierhin schon macht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.